Gut, mir geht's wieder gut. Gut, gut, gut. Das ist ja gut. Bäm! Bäm! Ihr wurde getroffen! Ja, schrei noch ein bisschen hysterischer. Ich schreie es auch immer so in meinen Let's Plays. Und gerade wenn's so laut ist hier der Hintergrund in einem riesigen Krieg. Scheiße, schieß doch mal leiser, nicht scheißen. Also, weißt schon, was ich meine. Und damit man ganz schnell heiser. Ich bin jetzt schon beinahe ganz stiefellos. Ich glaube, ich habe gerade einen Rekord aufgestellt im lange Schweigen in meinen Let's Plays. Ich habe wieder ganz viel Munition. Das ist ja eine erfreuliche Tatsache, die sich da begebenheitet hat. Au, 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 au. Du kleine Bitch. Meine Güte, immer machen die so einen Stress, die guten Nazis. Also, die guten Nazis. Also gut in Anführungszeichen. Ihr habt halt vielleicht nicht gesehen, wie ich gerade meine Gänsefüßchen mit der Hand gemacht habe. Also mit meinen Gänsefüßchen habe ich mit einer... Ich habe Gänsefüßchen und damit habe ich eine Hand gemimt. Wenn du weißt, was ich meine. Dann bewege deine Beine. Aus welchem Lied kommt denn das? Wenn du weißt, was ich meine, bewege deine Beine. Wir sind wilder denn je. Ach so, das war die müllhafte Frame-Rate-Einbruch. Diese oberbeschissene wilde Kerle-Musik. Oh Gott. Mein kleiner Bruder stand da mal eine Zeit lang drauf. Ich finde das schon immer zum Kotzen. Also bitte, kleine Fußballkinder, die gegen die deutsche Nationalmannschaft gewinnen. Das sind 12-jährige Kids oder 9-jährige, glaube ich, am ersten Teil noch. 9-jährige Kinder spielen am Ende gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft und ziehen die eiskalt ab. Ich meine, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Da haben sie ganz schlecht recherchiert. Bin ich zu blöd, um zu reden, mal wieder. Also ich kann ja gar nicht reden. Habe ich ja schon mal erwähnt. Geh wieder ein paar Schritte zur Seite. Ach, du bist ja lieb. Du bist der Zuberev. Ich meine, Deutsche heißen ja nicht Zuberev. Die heißen höchstens Wolinski und Nikolic und so. Abgesehen von Müller und Schneider. Und Ullmann und... was fällt mir noch für Name ein? Kropf. Und Meier natürlich. Und Riederer und... Neumann und Schneider. Was gibt's noch für deutsche Namen? Sag mir mal einen noch. Komm, zwei schaffen. Drei schaffen wir noch. Das ist ja nicht so schwer. Ich lebe mitten in Deutschland. Kohl. Natürlich, Kohl. Merkel, wenn wir schon bei Bundeskanzlern sind. Und. Framerate. Also ist kein Name, glaube ich. Vielleicht heißt ja einer von euch Framerate. Dieter Thomas Framerate oder sowas. Und wenn wir schon bei Dieter Thomas sind, dann sagen wir doch gleich Heck. Dieter Thomas Heck. Und schon haben wir unsere drei deutschen Namen dann am Ende nochmal zusammengekriegt. Ihr seid von der Waffen-SS oder sehe ich das gerade falsch? Nee, ich sehe das gerade falsch. Glaube ich, ja. Aber ich erkenne hier gerade sowieso nichts so gut, weil ich hier eigentlich nur am Schießen bin. Ihr seid von der Waffen-SS, geht's doch zu. Ich verschiel gerade total, es geht nur gegen die Waffen-SS. Gegen alle anderen treffe ich nämlich 1A, wie ihr in diesem Let's Play schon gemerkt habt, wahrscheinlich. Okay, so und so. So, so. Oh! Überall sind Deutsche, die ich überhaupt nicht erwarte. Ich meine, was machen Deutsche denn im Reichstag? Manu. Okay. Also immer wenn ich solche lustigen Geräusche mache, wie zum Beispiel dann heißt es, oh mein Gott, meine Maus ist schon wieder verrutscht, ganz komisch, weil die Framerate gerade einen kurzen Höhepunkt hatte von knapp 15 Frames, Frames, weißt du, was ich meine? Und das ist ja ganz, ganz klar. Schreib doch mal irgendwo hin in die Kommentare, also man muss sagen, meine Call of Duty Videos haben sowieso die wenigsten Views von allen, weshalb solche Aufforderungen mit schreibt doch mal in die Kommentare sowieso recht sinnlos sind. Aber ich tue es trotzdem, schreibt doch mal in die Kommentare, was so eure Lieblings-Let's Player sind, wen ihr am meisten schaut, und dabei müsst ihr nicht nur meinen Namen nennen, also natürlich Platz 1 bis 5 sind natürlich von mir belegt, aber was schaut ihr denn noch so für Let's Player? Quantum zum Beispiel, ein Quantum Pro, den ich persönlich sehr schätze. Ich habe gar keine Muni mehr und gar keinen Plan mehr. So, hier lang. Jetzt habe ich wieder ein bisschen hier.
Quantum, natürlich Gronkh, der bekannteste Let's Player ist eigentlich. Auf YouTube mit Abstand wahrscheinlich sogar. Gronkh. Wen haben wir noch? Sarrazar natürlich. Wenn wir schon bei Gronkh sind, müssen wir auch zu Sarrazar. Auch ein ganz netter Let's Player, wobei seine Art, glaube ich, nicht jedem liegt, was natürlich bei jedem Let's Player so ist, aber Sarrazar ist da anders wie Gronkh, weil Gronkh ist da sozusagen schon für eine noch größere Masse geeignet, vom Typ her sozusagen. Der Sarrazar hat eine andere Moderationsweise, die das natürlich ein bisschen anders macht. Ich weiß gerade überhaupt nicht, worauf ich hinaus will. Sarrazar, falls du das siehst, das ist ja nicht böse gemeint oder sowas, ne? Das ist ja ganz klar, das ist ja nur, das ist ja... Was gibt's noch für Let's Player? Dann German Let's Play oder Querstrich Let's Fail natürlich. Der ist ja neben Gronkh wahrscheinlich der allerbekannteste. Wobei, ja, mei, passt schon. Wen haben wir noch? Walitzki LP. Walitzki LP, der macht ja auch Sachen. Auch Geschmackssache. Ja, da hast du recht. Blackhand Kommando, auch nicht so unbekannt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die ganzen Leute, von denen ich gerade rede, euch im Begriff sind, aber... Dann natürlich TrueMG, der auch aus irgendeinem Grund auf Gronkh.de ist. Ich weiß nicht, da gibt es ja... Also auf Gronkh.de sind ja mehrere verschiedene Let's Player, so 7 an der Zahl oder sowas. Und ich möchte wissen, was die getan haben, damit sie da sozusagen sind. Also ich meine natürlich, die kennen Gronkh wahrscheinlich persönlich oder sowas. Aber ich möchte wissen, wie zum Beispiel der TrueMG, der ja eine ganz eigenartige Person ist, was positiv gemeint ist. Eigenartig ist bei mir immer sehr gut. Aber TrueMG und Gronkh zum Beispiel passen ja nicht wirklich zueinander sozusagen. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nachts zusammen in der Kneipe abhängen, was natürlich bei Sarrazar und Gronkh eine ganz andere Sache ist. Da bin ich mir recht sicher, dass die sich, also da weiß ich eigentlich, das ist ja kein Geheimnis, dass die sich auch mal, da fliegt schon wieder ein Deutscher komisch rum. Habt ihr es wieder gesehen? Also vorhin war es ein Japanese, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Nun ja... Damit haben wir auch wahrscheinlich genug über Let's Player geredet für den Rest meiner Karriere. Fuck, ich will weg. Ich hab grad so schön Muni. Nein, nein, oh mein Gott. Ich hab mein Leben verloren. Scheiße. Fatal. Oh Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Nee, du. Ach, ich hatte ja immer noch einen Flak. Oh, fuck, die habe ich ja ganz vergessen. Ich quatsche hier wahrscheinlich schon eine ganze Folge lang über irgendwelche komischen Let's Player und sowas. Und dabei erledige ich nicht mal annähernd meine ganzen Objects. Gut, gut, das wollen wir jetzt mal aufbessern, verdammt nochmal. Nur da dran zu kommen wird natürlich kein Spaziergang. Denn Spaziergänge sind dadurch gekennzeichnet, dass sie wenige Feinde, die auf einen schießen, beherbergen. Kommunisten! Wäre bestimmt ein guter Sänger gewesen, der Mann. Kommunisten! Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten! Hilfe! Granate! Und feindliche Infanterie auch noch. Komm schon, du blöder Sack. Damit, also mit blöder Sack ist die Framerate gemeint. Natürlich, natürlich. So, ich gehe erstmal wieder das andere. Ne, das ist ja auch schon kaputt. Fucking. Wo soll ich denn muss? Also. Ich hab gar keinen Plan, wo die anderen beiden sind. Da hinten ist noch eines, was allerdings sehr gut bewacht ist. Gerade von dieser Seite hier. Und. So, ja, so nicht, aber. Ich wollte mich eigentlich ducken, stattdessen springe ich in die Höhe, um den Deutschen hier zu zeigen, wie quietschfidel ich dabei bin, während ich sie niedermetzle. Munition! Und noch mehr Munition! Meine Shotgun! Gut, jetzt meine Shotgun! Ich krieg wieder den ganz trockenen Mund jetzt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme, aber das dürfte schon eine Zeit sein. Ich weiß nicht, wie lang diese Zeit ist, also wie viele Zeiteinheiten diese Zeitspanne beherbergt. Aber ich bin mir sicher, es ist mehr als 15 Minuten. Da bin ich mir also davon, also da, das kann ich eigentlich fast mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen. Wobei fast 100%iger Wahrscheinlichkeit natürlich sowas wie 98% sind oder sowas. Oder 99 oder
58,653533353 Periode 9. Ich will jetzt nicht sterben, jetzt bin ich gerade so schön hier. Stirb! Du bist nämlich auch gerade so schön hier. Jetzt warte ich mal wieder, bis der Bildschirmrand nicht mehr rot ist, was natürlich bedeutet, dass ich was auf die Fresse bekommen habe. Nämlich richtig, ein Wasserballon, der mit roter Farbe gefüllt ist. Ping. Gut, I'm unstoppable, da hat er recht. Ich bin Kim Possible. So, ich marschiere einfach mal an allen meinen Leuten vorbei. Zu dem Flak, von dem ich nicht weiß, wo es ist. Flak. Schnuckel. Ach, da. Mit ganz vielen ahnungslosen Deutschen, die gerade noch so aussehen, als wüssten sie gar nicht, was hier abgeht. Hier ist kein Krieg. Nein. Das ist eine Wasserpistolenschlacht. Ihr seid auch nicht Anhänger von Adolf, oder nicht Anhänger, aber wenigstens Soldaten von Adolf Hitler. Nein, ihr seid alles nur die Synchronstimmen der Teletubbies. Da war gerade Flugzeuge im Himmel und ich hätte, oder die sind da immer noch an. Ich würde liebend gerne schauen, aus welchem Land die kommen, aber jetzt genau sehe ich gerade keine mehr. Enter the Reichstag. Okay, ich enter mal the Reichstag, was natürlich sehr schön ist, wenn solche deutschen Wörter in die Englische eingegliedert werden. Genau wie diese Anglizismen, die mich teilweise etwa ein bisschen stören. Zum Beispiel wurde mir letztens, habe ich letztens darüber erzählt, über Piercings und sowas, also nicht erzählt, sondern ich habe mich darüber unterhalten. Über Piercings und diese Tunnel, die gemacht werden und sowas, also diese Löcher quasi, wo dann das Piercing durchgespießt wird, das ein Ding nennt sich Tunnel. Und da kommen meine Freunde oder die Unterhaltungspartner kommen an und sagen, also das heißt Tunnel, wenn ich bitten darf, also Englisch Tunnel. Und das ist etwas, was obersinnlos ist, weil ich meine, es gibt ein genauso gutes deutsches Wort, was natürlich jetzt gerade so, wie ich es ausgesprochen habe, ein bisschen nazihaft klingt, aber ich finde, das verstümmelt so ein kleines bisschen, also jetzt klinge ich wie so ein alter konservativer Bayer mit starken Schmerzen, während der tot stirbt. aber ein bisschen ärgert mich das doch, ja. Da kommt eine konservative bayerische Seite an mir durch, auch wenn ich überhaupt nicht in Bayern wohne. Oder wohne ich in Bayern? Ach so, ich hab's ja auf meinem Kanal stehen. Ich wohne in Bayern. Nur, dass das mal hier keine Verwirrungen auslöst. Ich habe gerade einen gesehen, der sich da ganz frech oben hingestellt hat. Der da mit seiner Glatze, die da rausschaut, die gerade nicht rausschaut. Nun denn, widme ich mich erstmal anderen Grauröcken. Grauröcke. So. Throwback in the house rein. Casino in the house. I'm coming up, so you better get this party started. Reloading! Da hat er recht. Er reloadet gerade. Hat er ganz gut beobachtet. Nun denn, push them back. Da spricht er gerade eine mächtige Hitler-Stimme. Hört mal ganz, ganz leise. Deutsche Musik hört man da auch. Also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber man hört da so eine kleine mächtige Hitler-Stimme. Während ich von allen Seiten abgeschossen werde. Ich weiß nicht warum. Ich wurde gerade, hab gerade Sergeant Barisov oder wie er heißt, getötet. Also irgendwas mit Beari oder so. Ich schmeiß da einfach mal noch eine Granate. Oh. Ficken. Ja, also da rein meine ich natürlich. So, dass ich von hinten auch ein bisschen gedeckt bin. Und Granate. Guter Witz. Gut, weiter. Die letzten paar Schüsschen in diesem Gewehr. Oh, wer ist denn da immer hinten? Oh Mann. Bei dieser Frame hat man gar keine Chance, da groß was auszurichten, wenn in so einer Situation. Was natürlich eine Begebenheit ist, die ausgesprochen ist. Die ist wirklich ausgesprochen. Gut, ich entere mal zum 100. Mal den Reichstag. So, diesmal gehe ich das Ganze ein bisschen anders an. Ich marschiere einfach mal strikt hinein. Hallo. Hi. Hallöchen. Wie geht's? Framerate. Hättest du... gern.
Manometer. Gerade ist wieder so ein Punkt erreicht, wo man nichts auf die Reihe kriegt, was natürlich fatal ist bei einem Let's Play, weil das ganze Distanz sich dann endlos in die Länge zieht. Endlos. Und wieder und wieder und wieder muss man dieselben Szenen sehen. Und wieder. Und wieder. Und wieder und wieder und wieder. Oh mein Gott. Nun ja. Nun, denn ich tue es, ich versuche es nochmal auf demselben Weg wie gerade eben schon die ganze Zeit. Nur versuche ich diesmal nicht zu sterben und Framerate. Gerade auf so einem hektischen Schlachtfeld wie hier ist es natürlich alles andere als praktisch. Da wieder die mächtige Hitlerstimme im Hintergrund. Nun denn, liebe Nazis, kommt heran. Au! Da ist doch irgendwas... Also das ist ja eigentlich Allgemeinwissen als Deutscher, aber irgendwas ist in dem Bundestag ein... Irgendwas ist in dem Bundestag eingraviert, ein Spruch mit Volke, dem deutschen Volke oder sowas. Irgendwas in der Richtung. Aber es kann ich hier weit und breit nicht sehen an diesem Gebäude, obwohl das damals schon dastehen hätte sein müssen. Nun ja, nun ja.